Ja, sehr verehrte Frau Köhler, sehr geehrter Herr Bundespräsident, sehr geehrte Damen und Herren. Es ist wirklich eine ganz besondere Freude, heute Abend hier da zu sein. Ich muss sagen, ich wurde noch nie bei einer wissenschaftlichen Veranstaltung so herzlich empfangen. Es ist wirklich eine ganz besondere Atmosphäre hier. Ja, meine Kollegin Frau Ulrike Baschandt und ich freuen uns natürlich sehr, dass unser Forschungsprojekt für den Eva-Luise-Köhler Forschungspreis auserkoren wurde. Wie wir schon gehört haben, geht das Projekt in erster Linie um einen möglicherweise neuen Ansatz eines BMP-Fängers zur Behandlung der FOP. Ich glaube, wir haben den Namen schon oft genug gehört heute, ich erspare mir das jetzt einfach. Ja, wo kommen wir her? Ich möchte einfach in den nächsten paar Minuten kurz erklären, wie wir zu dieser Forschungsidee gekommen sind sozusagen. Unser Labor hat sich in den letzten Jahren eingehend auch mit dem Eisenstoffwechsel beschäftigt. Sie werden sich jetzt fragen, wozu brauchen wir Eisen? Eisen ist ein sehr wichtiges Spurenelement für unseren Körper und wir nehmen es in erster Linie durch die Nahrung auf. Vieles vom Eisen zirkuliert aber in unserem Körper. Es gibt eigentlich keinen aktiven Ausscheidungsmechanismus, sodass die Eisenkonzentrationen, die wir haben, wirklich sehr eng kontrolliert werden müssen. Eisen brauchen wir in erster Linie zur Blutbildung, vor allem zu der Bildung der roten Blutkörperchen und die wiederum sind für den Transport von Sauerstoff zu den verschiedenen Geweben verantwortlich. Hat man zu viel Eisen, kann das teilweise in der Leber zwischengespeichert werden. Wenn das aber zu viel wird, birgt das auch Probleme mit sich. Beim Eisen ist es recht interessant, dass wie immer ein zu wenig oder ein zu viel schadhaft ist. Hat man zu wenig Eisen, bilden sich Anämien aus, was dann häufig zu Müdigkeit oder Abgeschlagenheit führt. Hat man zu viel Eisen, setzt sich das oder schlägt sich das im Gewebe nieder, was im Endeffekt die Funktion der Organe beeinträchtigen kann und zu Organschäden führt. Deswegen ist es eben wichtig, dass die Eisenkonzentrationen im Körper eng kontrolliert werden. Und ein Faktor, der das macht, ist der Transferinrezeptor 2 oder auch TFR2 genannt. Und im Prinzip haben wir uns in unserer Forschungsarbeit von einer seltenen Erkrankung zur nächsten bewegt, denn auch Mutationen im TFR2 führen zu einer seltenen Erkrankung der hereditären Hämochromatose Typ 3. Die wird autosomal rezessiv vererbt, ist auch sehr selten, ebenso wie FOP. Und die Betroffenen entwickeln im jungen Erwachsenenalter eine Eisenüberladung und das führt dann dazu, dass sie häufig Erkrankungen der Leber entwickeln, dass sie die Sexualhormonproduktion eingeschränkt ist, sie haben frühzeitig Probleme mit den Gelenken und auch mit dem Zuckerhaushalt. Die Behandlung ist relativ erfolgreich für diese Patienten und zwar ist das entweder der Aderlass oder auch eine Eisenchelation, sodass man das überschüssige Eisen versucht wegzubinden und so lässt sich diese Erkrankung relativ gut behandeln. Ja, neben dem Transferinrezeptor, also und hier in der Mitte, den wir jetzt schon als Eisenregulator kennengelernt haben, spielt aber auch der BMP-Signalweg eine wichtige Rolle in der Eisenregulation. Und hier haben wir die BMP-Liganden, so wie BMP2 oder BMP6 hier dargestellt, die über die Bindung an den Rezeptor Signalwege induziert, die zur Eisenregulation führen. Interessanterweise hat TFR2 oder aktiviert TFR2 ähnliche oder die gleichen teilweise Signalwege wie der BMP-Signalweg. Wie der Name jetzt aber schon verrät, BMP steht auch für Bone Morphogenetic Proteins oder Knochenmorphogenetische Proteine, wurde dieser Signalweg zunächst nicht für den Eisenstoffwechsel entdeckt, sondern für die Ossifikation oder auch die Verknöcherung. Und zwar ist der BMP-Signalweg wirklich essentiell für die Verknöcherung. Man sieht jetzt hier in diesem Mausmodell dargestellt, rechte Hand, wenn der BMP-Signalweg nicht aktiv ist, dann bildet sich auch kein richtiges Skelett aus. Also es ist wirklich sehr wichtig für die Skelettentwicklung, aber auf der anderen Seite haben wir eben auch das Problem, unter Anführungsstrichen, wenn zu viel BMP vorhanden ist, kann das eben zu Ossifikationen führen, wo man sie nicht haben möchte. Aufgrund dieser Ähnlichkeiten zwischen den Signalwegen, zwischen TFR2 und BMP, haben wir uns dann die Frage gestellt, ob der TFR2 möglicherweise selber auch den Knochen regulieren kann. Und das war in der Tat der Fall. Wenn man das TFR2-Gen in den Mäusen ausschaltet, kriegt man im Endeffekt auch eine hohe Knochendichte, so wie hier dargestellt ist, sowohl im Femur als auch im Wirbelkörper. Und wir haben uns dann gefragt, wie funktioniert das? Kann der TFR2 selber BMP-Liganden binden? Oder geht das vielleicht eher über Kollaboration mit den BMP-Rezeptoren?
Und dafür haben wir Bindungsstudien durchgeführt und dafür haben wir dieses sogenannte TFR2-ECD produziert. Das steht für die extrazelluläre Domäne des TFR2. Das ist im Prinzip die Domäne, die außerhalb der Zelle exprimiert wird und dort auch BMP-Liganden abfangen kann. Und unsere Bindungsassays haben gezeigt, dass diverseste BMP-Liganden, hier dargestellt BMP2, 7, 6 und 4, diese TFR2-ECD binden können. Wir wollten dann natürlich wissen, kann man, ist das auch in vivo, also in einem Organismus so und nicht nur jetzt hier in einem in silico-Verfahren. Und dafür haben uns wir ein Mausmodell der heterotopen Ossifikation zunutze gemacht. Hier injiziert man BMP2 in den Muskel und binnen wirklich kürzester Zeit bilden sich dann hier knöcherne Strukturen wirklich zwischen den Muskelfasern. Ich muss sagen, das ist ein wirklich sehr eindrucksvolles Bild, obwohl es natürlich sehr pathologisch ist. Wie wir bereits gehört haben, ist die heterotope Ossifikation ein klinisch wichtiges Problem, denn es entsteht einerseits nach schweren Traumata oder auch nach Amputationen, aber es ist auch eine häufige Komplikation nach Gelenkersatzoperationen großer Gelenke, also Knie oder Hüfte. Und wie Sie wissen, betrifft das natürlich sehr viele Menschen im höheren Alter und insofern kann man sich vorstellen, dass das ein sozioökonomisches Problem darstellt. Behandelt man nun diese Mäuse in diesem Modell zusätzlich mit dieser TFR2-ECD, kann man hier sehr eindruck im Mikro-CT feststellen, dass diese zusätzlichen Ossifikationen, die entstehen, wirklich eindrucksvoll verhindert werden können. Und das war auch in verschiedenen Modellen, auch von trauma-induzierten heterotopen Ossifikationen der Fall. Und im Endeffekt haben wir dann dieses Arbeitsmodell aufgestellt. Und zwar hatten wir dann die Hypothese, dass eben vor allem durch eine Überaktivierung oder eine Überverfügbarkeit von BMP-Liganden dieser Signalweg überaktiviert wird und zur heterotopen Ossifikation führt, wohingegen, wenn man die TFR2-ECD einsetzt, diese BMP-Liganden wegfangen kann und somit auch die heterotope Ossifikation einschränken kann. Ja, wie wir das uns jetzt vorstellen, in der FOP einzusetzen, wird jetzt Frau Baschand weiter erzählen. Wie wir bereits jetzt mehrfach gehört haben, sind solche Verknöcherungen von Weichgewebe, also von Muskulatur oder Bindegewebe, nicht nur ein Charakteristikum für heterotrope Ossifikation nach Traumata oder Hüftgelenksoperation, sondern eben auch bei FOP. FOP, also diese seltene Erkrankung, auch Stoneman-Syndrom genannt, führt zu solchen Verknöcherungen schon in jungen Lebensjahren, wie ja auch Nadine Großmann schon geschildert hat. Und ja, im Laufe der Jahre führt es wie zu so einem zweiten Skelett. Und ein typisches Merkmal ist, sind diese verkrümmten oder verkürzten Zehen, was schon häufig bei Neugeborenen zu sehen ist, und solche entzündlichen Schwellungen, die dann zu Verknöcherungen führen. Ja, FOP ist eine, wie wir auch schon jetzt mehrfach gehört haben, eine sehr seltene Erkrankung. Es betrifft ungefähr einen Menschen von 2 Millionen. Schätzungsweise sind es mehrere, also 700 oder Nadine Großmann meinte von 800 Betroffene weltweit. Und das durchschnittliche Überleben liegt bei 45 Jahren. Bis heute ist keine wirkliche spezifische Therapie verfügbar. Es gibt ein paar Medikamente, die jetzt in klinischen Phasen sind. Eins wie Palovarotin ist in der klinischen Phase 3 mittlerweile. Und also die Ursache für FOP liegt in einer Punktmutation im Aktivinrezeptor 1 und das Gen und dieses Gen, also Aktivinrezeptor 1 Gen, kodiert den BMP-Rezeptor, der auch ALK2 genannt wird, hier zu sehen. Und sehr häufig haben die Patienten die sogenannte R206H-Punktmutation, bei dem ein Arginin gegen ein Histidin ausgetauscht wird. Und diese Punktmutation führt zu einem sogenannten Gain of Function, also zu einem Funktionsgewinn des BMP-Rezeptors. Und wie wir ja gehört haben, ist der BMP-Signalweg für die Ossifikation, also für die Skelettentwicklung von Bedeutung. Und es ist so, dass in, also Signalwege wie auch eben der BMP-Signalweg, die sind in der Zelle schon streng reguliert, damit es eben nicht zu einer Überaktivierung kommt. Und beim BMP-Signalweg ist das Aktivin so ein Kontrolleur des BMP-Signalweges.
Und aufgrund dieser Punktmutation aber in dem ALK2, also in dem BMP-Rezeptor, funktioniert dieser Kontrollmechanismus nicht mehr. Und deshalb kommt es zu einer Überaktivierung des BMP-Signalweges, sodass kleinste Verletzungen oder Stöße zu diesen Verknöcherungsschüben in den Patienten führen. Da wir diesen doch recht gute Effizienz gesehen haben in unseren Mausmodellen für die heterotopen Ossifikation, ist unser Ziel jetzt zu untersuchen, ob unsere TFR2-ECD auch die Ossifikation in FOP beeinflussen kann. Und wir wollen das mit zwei Ansätzen machen. Zum einen in vitro, das heißt in Zellkulturmodellen. Und da wollen wir die Frage gern beantworten, wie beeinflusst eben diese TFR2-ECD in Zellen mit so einer aktiven Rezeptormutation die Ossifikation. Und zum Zweiten wollen wir auch hier in ein In-Vivo-Modell gehen. Und wie schon eingangs erwähnt, gibt es diese FOP-Maus von der Eileen Shore in den USA. Und diese FOP-Maus hat auch diese Punktmutation, also diese R206H-Punktmutation. Und in diesem Mausmodell wollen wir gerne untersuchen, ob und diese TFR2-ECD auch hier die Ausbildung dieser Verknöcherung verlangsamen oder aufhalten kann. Und hier sieht man mal so ein Bild von einer FOP-Maus. Das sind CT-Bilder hier von der Wirbelsäule und von den Beinknochen. Und man erkennt hier diese Verknöcherung, die da nicht hingehört eigentlich, also die Verknöcherung des Muskels hier am Unterschenkelknochen. Und hier wurden diese Mäuse mit diesem Palovaroten, was jetzt gerade in der klinischen Phase 3 ist, behandelt. Und man sieht auch hier ganz eindrucksvoll, dass das schon die Verknöcherung verringert. Und wir haben auch schon in Zusammenarbeit mit Eileen Shore aus den USA erste Vorversuche machen können mit diesem TFR2-ECD. Und man sieht auch hier, das ist die Kontrollmaus, also die eben diese starke Verknöcherung in der Muskulatur am Unterschenkelknochen zeigt. Und wenn diese Mäuse wurden mit unserem TFR2-ECD behandelt und man sieht ganz gut, dass schon die Verknöcherung hier deutlich kleiner ist und deutlich weniger. Damit möchte ich schließen. Erforschung ist natürlich keine Einzelarbeit. Das funktioniert nur mit einem guten Team. Und deswegen bedanken wir uns ganz herzlich bei unserem gesamten Bone Lab-Team in Dresden. Natürlich bei allen unseren nationalen und internationalen Kooperationspartnern sowie bei dem Förderverein FOP für die Unterstützung unseres Projektantrages. Und einen ganz herzlichen Dank geht natürlich nochmal an die Eva-Luise und Horst-Köhler-Stiftung für die Unterstützung und für die Auszeichnung unseres Projektes. Herzlichen Dank. Applaus